Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem Mukbang auf meinem Kanal. Ich versuche euch mal ein bisschen zu mir zu holen hier. Ich hoffe, das geht so ein bisschen besser. Könnt ihr mich sehen? Und das ist jetzt beschissener. So. Ja, Leute, ich war gerade schon unterwegs. Wir haben jetzt 9:30 Uhr. Ich bin seit 7 Uhr wach. Meine Mama hat mich um 7 geweckt. Glücklicherweise. Genau. Ich habe zu ihr gesagt, sie soll mich wecken. Ich war gerade bei Markauf und dann bin ich zur Kombi gefahren wegen ein paar Food-Neuheiten. Und um mir Aufschnitt zu kaufen, weil ich keinen Aufschnitt habe. Ich habe jetzt hier so ein Stück Brot. Genau. Frühstücke ein bisschen was und dann gehe ich wahrscheinlich schon an Videos wieder drehen. Es sei denn, ich muss wieder los. Ich habe 4 Sachen wohl gekauft, statt 5 Sachen für Food-Neuheiten. Ist echt schwer, ohne Kaufland hier Food-Neuheiten zu holen. Weil bei Kaufland konnte ich mich immer sehr gut daran orientieren, wenn da neu stand. Und hier steht einfach nicht so neu. Genau. Aber ich frage mich gerade, warum ich nur 4 Sachen habe. Habe ich verpennt, ein 5. zu kaufen? Wenn ja, weiß ich auf jeden Fall schon, was ich gleich kaufen gehe. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Es ergibt sonst keinen Sinn, für 2 Sachen 4 Euro zu bezahlen. Obwohl. Nee, es ergibt gar keinen Sinn. Es hätten 3 Euro irgendwas sein müssen. Ich habe bestimmt noch irgendwo was 5. Ich hoffe es einfach nur. Ich habe keinen Bock, nochmal loszugehen. Genau. Ja, ich habe mir jetzt hier Mortadella geholt. War sogar reduziert bei Kombi. Und zwar von Reinert. Herzenssache Mortadella. Und zwar hier, wie gesagt, hier reduziert für 90 Cent. Statt 1,79 Euro. Weil... Haltungsstufe 4. An diejenigen, die mir das nicht glauben, ich achte bei Aufschnitt und bei Fleisch darauf, dass es Haltungsstufe 4 ist. Wenn meine Eltern zum Beispiel Fleisch machen, es kommt drauf an. Wenn es zum Beispiel eine Suppe oder sowas ist, esse ich es auch. Oder wenn ich keinen Bock habe, für mich selber zu kochen oder es ist irgendein Auflauf mit Fleisch drin, dann esse ich das auf jeden Fall auch. Aber, jetzt kommt dieses Aber, wenn es einzeln ist, esse ich das Fleisch meiner Eltern nicht, wenn die das kochen. Zum Beispiel hat meine Mutter gestern eine Flügelschenkel gemacht. Und ich hatte da gestern überhaupt gar keinen Bock drauf, das zu essen, weil ich wusste, dass das Haltungsstufe 2 hat. So, dementsprechend habe ich einfach mehr Salat gegessen. Also es ist bei mir mal so, es kommt drauf an, wie gesagt, was es ist. Aber ich weiß zum Beispiel bei Aufschnitt, dass ich es vermeiden kann und da gebe ich lieber ein paar Euros mehr aus, weil mir halt die Tiere leid tun. Genau, habe ich hier ein paar Gürkle, ein bisschen Saft hier. Ich bin irgendwie gerade echt am struggeln, Leute. Schmeckt sogar lecker. Ich weiß nicht, ob einige von euch das auch haben, aber ich habe halt bei der Deutschen Post, also DHL, habe ich so ein Zeug aktiviert. Also ich habe ja die DHL-App, alleine schon, weil ich online frankiere, wenn ich euch was zuschicke oder sowas, dann frankiere ich das online, weil es immer noch günstig ist, als wenn ich zur Post gehen würde. Es macht einen Unterschied, ob ich für ein Paket 4,99 oder 5,99 zahle oder bei der Post sogar 8,99 oder 8,49 für ein M-Paket. Das ist halt ein krasser Unterschied, ne? Da kann man ein bisschen was sparen. So, und dann habe ich halt gesehen, da gibt es so jetzt zum Freischalten so Briefankündigung. Das heißt, du weißt, was du bekommst, bevor der Bote überhaupt bei dir war. Das habe ich dann freigeschaltet, so auf der App. Und dann ging das aber eine ganze Zeit lang nicht. Und dann habe ich per E-Mail eine Nachricht bekommen, dass ich per E-Mail auch eine Nachricht bekomme, wenn was zugestellt wird. In der App funktionierte das eine Zeit lang nicht, glaube ich jetzt sogar immer noch nicht, aber per E-Mail. Und dann bin ich halt am Mittwoch rausgezogen und habe von Mittwoch auf Donnerstag oder von Donnerstag auf Freitag, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube sogar von Mittwoch auf Donnerstag, eine Nachricht bekommen, dass Briefe zugestellt werden. Unter anderem von der Krankenkasse und unter anderem einen Brief von DHL, weil ich ja diesen Umzugsservice da Dingsbums genommen habe. Ich glaube 23 Euro für 6 Monate, dass halt meine Briefe umgeleitet werden. Ja, Leute. Verrecken. Ich habe gerade den Hausverwalter angerufen und ich bin davon felsenfest ausgegangen, dass diese Briefe schon im Briefkasten waren. Er hat zu mir geschrieben, er war Samstag da und da war nichts. Das ergibt aber keinen Sinn. Selbst wenn der Brief von der Krankenkasse älter gewesen wäre, ja, diese Nachricht und meine E-Mail, die einfach nur verspätet losgeschickt hat, weil man muss das nämlich separat bei der E-Mail freischalten. Das ergibt keinen Sinn, weil der Brief, der mir per E-Mail zugeschickt wurde, der ankommt bald. Das wird uns kurz zugestellt, steht da immer. Ist ja gültig, und zwar der Brief von der DHL wegen dem Umzugsservice. So, der Brief ist ja zu 1000% gültig. Dann muss der Brief der Krankenkasse ja auch eigentlich neu sein. So, jetzt habe ich bei der Krankenkasse letzte Woche angerufen, die so, nee, wir haben noch nichts vermerkt hier. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob ein Brief
von der Krankenkasse zugestellt wurde oder nicht, ob das eine alte Mitteilung war oder nicht, was ich nicht glaube. Jetzt guckt er heute nochmal nach, ob er irgendwas im Briefkasten ist. Wenn nicht, muss ich morgen nochmal bei der Krankenkasse anrufen und fragen, ob da irgendein Brief zugestellt wurde. Letzte Woche hieß es noch nein, im System ist noch nichts. Nur der alte Brief von Februar. Ich kann auch nicht einfach den Brief von der Krankenkasse jetzt ignorieren. Ich muss wirklich mir richtig sicher sein, dass der Brief entweder. Es kann keine falsche Mitteilung sein. Ich habe den Brief im Februar bekommen. Es kann doch von DHL keine Mitteilung aus dem Februar sein, wenn ich den Brief schon erhalten habe vom Februar. Das kann nicht sein. Es muss irgendein Brief von der Krankenkasse unterwegs gewesen sein, beziehungsweise zugestellt worden sein. Und er wurde zugestellt. Wo sind die Briefe denn hin? Das ist das, was ich mich die ganze Zeit frage. Ich habe drei oder vier Briefe per Nachricht bekommen, dass sie zugestellt werden. Wo sind die hin? Und normalerweise, wenn ich die Nachricht bekommen habe, sind die Briefe direkt am nächsten Tag im Briefkasten gewesen. Wo sind die Briefe hin? Also entweder will der Hausverwalter einfach nur die Briefe nicht zuschicken. Ist mir scheißegal, ich kann ihm gerne den Versand dafür zahlen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder ich weiß nicht, ich habe auch Broschüren zugeschickt bekommen von LR, was ich damals ja gemacht habe. Aber keine Tonne schmeißen. Und Werbung und sowas habe ich alles zugeschickt bekommen. Also per E-Mail, dass das ankommt. Wo ist das hin? Also wisst ihr Leute, das ergibt null Sinn, einfach null. Und vor allem gerade die Krankenkasse, das ist so wichtig bei mir, weil ich selbstständig bin. Wenn die irgendwas von mir möchten, irgendeine Mitteilung oder was weiß ich nicht was, wenn die Dokumente brauchen oder sowas. Ich zahle ja meine Sozialabgaben selber. Für mich bezahlt das keiner. Bei den meisten, die arbeiten gehen, bezahlt das der Arbeitgeber. Aber ich zahle es, weil ich selbstständig bin und ich arbeiten gehe, selber. Und natürlich wollen die sich gerade am Anfang des Jahres, wollen die viel von mir haben. Das und das, wegen Steuererklärung, bla bla bla, Informationen, wie viel habe ich verdient, dies, das. Weil die natürlich ihr Geld haben wollen. Ich weiß, dass ich für ein paar Monate nachzahlen muss. Ich habe bezahlt, aber ich habe mehr verdient, als dieser Mindestsatz ist bei denen. Die haben bis zu einer bestimmten Summe einen Mindestsatz. Und wenn du drüber bist, musst du halt automatisch eigentlich mehr zahlen. Aber die haben halt so ein monatliche. Ja, wie soll ich euch das erklären? Also, du gibst am Anfang an, wie viel verdienst du, bla bla bla. Das wird zusammengerechnet und dann machen die eine Summe aus. So und so viel musst du dann im Monat bezahlen. So, wenn du dann auf einmal mehr verdienst, musst du natürlich bei der Krankenkasse anrufen, das wird dann aufgestockt. Aber es kann auch mal passieren, dass du einen Monat so verdienst und den nächsten Monat aber wieder so. Und dann läuft das halt so, wisst ihr? Und du kannst nicht immer bei der Krankenkasse anrufen, so den Monat musst du so viel bezahlen, den Monat so und so und so viel. Nein, das wird dann, wenn du die Steuererklärung gemacht hast, wird das dann alles zusammengerechnet, dann wird geguckt, okay, die hat so und so viel in die Krankenkasse eingezahlt, beziehungsweise die Krankenkasse hat so und so viel vom Konto abgebucht. Die ist angenommen 500 Euro im Minus, die muss diese 500 Euro nachzahlen. Es kann aber auch sein, dass ich zu viel gezahlt habe. Zu viel gezahlt kann ich nicht haben, weil ich bin gerade beim Mindestsatz. Ich muss nachzahlen. Die wollen halt ihr Geld zurückhaben. Genau, wenn wir gespart haben, wir unser Geld ja auch zurückhaben wollen. Zum Beispiel vom Strom oder der Heizung. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt einfach wichtig. Mich regt das gerade so auf. Ich bin gespannt, ob der mir heute Nachmittag schreibt. Weil der wollte nochmal gucken gehen. Er meinte so, ja, ich bin heute Nachmittag wieder bei den Blöcken. Und dann. Guck danach. Ich bin gespannt. Ansonsten rufe ich morgen nochmal bei der Krankenkasse an, ob da jetzt was im System ist. Weil der Magger vom Dings hat gesagt, von der Krankenkasse, es kann manchmal dauern. Aber es müsste eigentlich im System sein. Die schicken doch keinen Brief ab. Warum? Verstehe ich nicht. Naja, egal. Ich werde es ja sehen, was bei rauskommt. Genau. Gerade eben war ich ja einkaufen, habe ich ja erzählt. Ich will jetzt nicht sagen, wo ich war, aber ich war in einem Laden. Mehl ist ja überall bei uns ausverkauft. Einfach überall. Du findest bei uns nirgends mehr Mehl. Einfach nirgends mehr Mehl. Ja, und dann war ich gerade. Komm, ich sag das jetzt einfach. Leute, ich war bei Kombi, Mann. Scheiß drauf, ich war bei Kombi. Und ich habe ohne Witz gedacht, ich finde nirgendwo mehr Mehl. Ich brauche nämlich Mehl. Ich will für euch was backen. Ein Rezept. Was richtig cool ist. Für Ostern. Du findest aber im Gottesnamen hier einfach nirgends von mir. Und meine Eltern hamstern nicht. Meine Eltern halten davor nicht zu hamstern. Die kaufen halt nur das, was die brauchen. Und wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Ich kenne super viele Menschen, die haben eine große Familie, sind 5, 6, 7, 8-köpfig sogar. Ja, die müssen dann 4, 5, 6 Mal Mehl kaufen, weil die vielleicht viel backen. Oder 5, 6 Mal Öl, weil die vielleicht nur einmal im Monat einkaufen gehen und es komplett für den ganzen Monat reichen soll. Oder 10 Packungen Nudeln. Kann ich alles verstehen. Aber es gibt auch solche Menschen, die sitzen nur zu zweit zu Hause.
Nichts gegen die ältere Generation, aber gerade die, die kaufen dann auf einmal 20 Packungen Nudeln, 10 Packungen Ölflaschen und weiß was eh nicht was. Oder noch besser, tanken damit ihr Auto, also Dieselautos mit Sonnenblumenöl. Und deswegen haben wir jetzt gerade im Laden nichts. Meine Mutter hat vorsichtshalber 2 Flaschen gekauft. 2 Flaschen Öl hat sie gekauft. Jetzt haben wir 4 Flaschen zu Hause, weil sie mich nicht gefragt hat. Und dann, weil ich habe noch 2 Flaschen zu Hause gehabt. Meine Mutter hat noch 2 Flaschen gekauft, weil meine Mutter jeden Tag Salat isst und die halt die ganze Zeit diese Kräunung-Kacke macht. Ja, sie hat nicht mal wirklich 2 Flaschen gekauft. Meine Mama hat eine Flasche gekauft als Reserve so gesehen. Die hat eine zur Hälfte jetzt schon benutzt und eine hat sie als Reserve gekauft. Und mein Papa hat meine Mama nicht gefragt und hat dann auch nochmal eine Flasche Öl mitgebracht. Und ich habe noch 2 Flaschen von zu Hause mitgebracht. Jetzt haben wir 4 Flaschen zu Hause. Na egal, ich will mich auch nicht rechtfertigen. Auf jeden Fall hat meine Mutter 2 Packungen Mehl hier. Einmal Roggenmehl, das hat sie zur Seite gepackt als Reserve. Weil wenn was ist, wenn es kein Brot mehr gibt, weil es gehen ja gerade Gerüchte und sowas rum, dass bald auch kein Brot mehr da ist, dass sie wenigstens Brot backen kann, hat sie sich eine Packung gekauft und sie hat eine Packung Mehl, Weizenmehl, noch hier. Genau, damit möchte sie Mante machen. Mante oder Pelmeni. Wenn Papa irgendwie auf die Idee kommt, er will das essen, dann braucht man Mehl, ganz viel Mehl sogar. Ganze Packung Mehl, dann muss ich halt das dafür benutzen. Und ich habe halt kein Mehl. Ich brauche Mehl heute zum Backen und ich habe kein Mehl, Mann. Ich bin gerade so viele Läden durchgefahren. Aber ich hab schon aufgegeben, Mehl zu finden. Und bin ich bei Kombi reingegangen. Ich so, was? 2 Paletten sind noch gefüllt. Ich so, safe, da liegt jetzt gerade Zucker. Dass sie Zucker ausgebreitet haben auf 2 Paletten. Ich gehe da hin und sehe Weizenmehl. Und nicht nur eine Packung, da war noch, ja. Gut, so 1/3 von der Palette voll. Und ich glaube, viele wissen, wie hoch die Mehlpaletten gestapelt werden. Also da war noch ordentlich was. Und ich habe gesehen, auf dem Rolli, ich habe in dem Laden gearbeitet, auf dem Rolli, der weiter weg stand, war auch noch Mehl drauf. Ich stand da so. Okay, nehme ich eine Packung Mehl mit oder 2 Packungen? Dann stand ich da, habe überlegt und überlegt. Ich so, nee, ich brauche doch eigentlich nur eine und brauche nur 200 Gramm. Dann habe ich auch noch 300 Gramm habe ich übrig. Habe ich nur eine mitgenommen. Ich so, komm, ich brauche nicht mehr. Wir haben zu Hause noch eine Packung und Mama hat noch Roggenmehl. Und ich habe dann, falls ich noch irgendwie auf die Idee komme, irgendwas zu backen, noch 300 Gramm Mehl. So fange ich wieder an zu suchen, ist mir egal. Aber ich hab immer so ein schlechtes Gewissen, denke mir dann so, ja, was ist, wenn irgendjemand kommt und dann für was Wichtigeres Mehl braucht, irgendwie Geburtstag oder sowas und ich kaufe dem was weg. Ich kriege dann bei sowas immer so hart schlechtes Gewissen. Ich habe dann nur eine Packung mitgenommen. Ich brauche auch nicht mehr. Meine Mama backt nicht so viel, ich auch nicht. Halt nur, wenn es irgendwas Besonderes gibt oder ich plötzlich irgendwas auf Instagram sehe. Habe mich aber mega gefreut, als ich bei Markauf war. Da hat sich eine Mitarbeiterin richtig drüber lustig gemacht. Weil eine Kundin gefragt hat, haben Sie noch Mehl? Die hat über den ganzen Laden gelacht. Glauben Sie, wir haben noch Mehl? Was denken Sie, wer Sie sind? Ich habe mir nur gedacht, Alter, das ist doch eine ganz normale Frage von einer Kundin. Und sie lacht da durch den ganzen Laden und stellt die Kundin für dumm dar. Und hat dann auch die Kundin angeschrien, so, wir haben kein Mehl mehr. Und alle Läden in Cuxhaven wohl auch nicht. Das ist gerade nicht lieferbar. Verstehen Sie das nicht? Hat doch einmal rumgeschrien, hat mir gesagt, bist du geistesgestört? Du kannst doch keine ältere Dame anschreien, nur weil sie gefragt hat, ob die noch Mehl da haben. Und dann kommt das Krasse. Die wollte Roggenmehl haben. Und ausverkauft ist derzeit Weizenmehl. Aber Roggenmehl gibt es in den meisten Läden noch. Zumindest bei uns. Ich stand genau im Gang, weil hier war Mehl und hier waren die Spezialitäten. Und ich war gerade bei den Spezialitäten, weil ich was für meine Mama kaufen musste. Und ich halt nicht wusste genau, was das ist. Deswegen musste ich da suchen. Und dann guckt die Mitarbeiterin sie so an. Oh, ja, also Roggenmehl haben wir noch. Genau da unten in der Ecke. Und plötzlich, wie so ein Schalter, ist sie nett gewesen. Das ändert jetzt auch nichts. Soweit ich gesehen habe, hat sich die Kundin aber auch beschwert, weil die dann am Ende, die war vor mir an der Kasse, ich bin nämlich noch woanders lang gegangen. Und dann ist es halt so passiert, dass sie vor mir in der Kasse war, ich hinter ihr. Und ich habe dann gesehen, wie sie dann zum Service Center da gelaufen ist. Und ihre Mimik sah nicht toll aus. Ich denke mal, sie hat sich wirklich über diese Mitarbeiterin dann beschwert. Darf nicht sein. Darf einfach nicht sein.
Die muss ich mir mal öfters kaufen. Regional aufgewachsen, auf Höhe in NRW und Niedersachsen. Was hier noch steht, weiß ich nicht, weil das so geklebt ist. Die Art, wie wir unsere Schweine in Reinhards Genussgenossenschaft aufziehen, ist besonders. Ohne Antibiotika und im regionalen Offenstall. Das macht den Unterschied. Das macht unsere Schweine zu Reinhards Reinlingen. Finde ich gut. Ja. Muss ich auf jeden Fall öfters kaufen. Ich wusste gar nicht. Ich habe bei uns sowas irgendwie nie gesehen. Finde ich toll, dass sie das mit Tier kennzeichnen. Das ist super. So Leute, ich habe aufgegessen. Ich lade das Video auch direkt gleich hoch. Dauert nur halt bei mir wegen Internet. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum Video heute Nachmittag. Tschüss.